Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. So, wir sind hier und keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss das. Ich wollte schon sagen, ich muss das vom letzten Mal nicht noch einmal durchmachen. Weil dann kriege ich sonst einen Schreianfall. Ne? Jetzt so. Ich wollte irgendwas erzählen. Ich habe es mit Hörern vergessen. Oh, ich bin total neben der Spur heute. Ach, guck mal. Hast du brav gewartet, bis ich dich verliebt aufgenommen habe? Das ist aber lieb von dir. Ich werde dich trotzdem umbringen. Tut mir leid. Nicht wundern, mein Näschen ist ein wenig zu. Bitte nicht übernehmen. Ich finde das Lachen so geil. Oh. Und meine Nase kribbelt auch noch. Wenn ich niesen muss, versuche ich mich so schnell wie möglich zu muten. Moment. Könnte jetzt leider öfters passieren, es tut mir auch schon mal im Voraus leid, dass es so ist, aber ist leider nicht mehr in der Bar. So, wo müssen wir denn hier hin? Es wird auf einmal dunkel. Es wird sehr dunkel. Zu dunkel. Ich hatte gehofft, ein Champion würde auferstehen, der sich dem Verderben stellen könnte. Und du bist so weit gekommen, Reiter. Eine Schande, dass deine Reise hier endet. Na, ob die Reise wirklich hier so endet, das werden wir noch am Ende sehen. Nicht genug Zahn. Au. Ja, greif mal was an, was eigentlich in einem greifbar ist, Herr Ein. Okay. Gegen mich willst du nicht ziehen! Ja, toll. Eine Elektrospinne. Das gibt es durch jeder ein Haus. Eine Spinne, die einen richtig alles aufregt. Und ich sehe gerade, wir haben kein Leben mehr. Alter! Hilfe! Oh Gott! Hilfe, 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 Hilfe! Wir haben weder Leben noch sonst irgendwas. Ich will erst. Oh Gott! Das wird nichts. Nicht genug Zorn! Schlag!
Das wird definitiv gar nichts. Okay, die Spinne haben ja schon mal Probleme. Da ist ein Tether. Genug! Ich werde mit dir kommen, Reiter. Bis zum Fürsten der Knochen. Selbst bis zum Gericht. Okay. Echidnas Fängen haben im Laufe der Jahrhunderte bereits zahllose Lebewesen das Leben entzogen, um den Hunger der Bestie zu stillen. Achso. Nun sind sie zu einer Waffe für Tod verarbeitet und entziehen. Nun sind sie zu einer Waffe für Tod verarbeitet und entziehen seinen Gegner Gesundheit und schwächen sie, um den Reaper zu stärken. Okay. Ja, das können wir jetzt gut gebrauchen. Dann gucken wir uns mal die Waffe an. Ne? Das ist sie nicht. Da unten ist sie. Jo, kann ich die... das ist das Problem. Die ist schlechter als unsere. Nee. Sorry. Kann ich nicht gebrauchen. Gibt's hier denn irgendwas noch zum Aufsammeln? Ich meine, wenn sie verbesserbar gewesen wäre, wäre es vielleicht noch gut geworden, aber... Ja, so nicht verbesserbare Sachen. Weiß nicht, ob sich das denn lohnt. Oh, ich entschuldige mich erstmal. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Na toll. Okay, wir dürfen uns nicht einmal von diesen Viechern hier treffen lassen. Nee, das war's nicht. Ja. Jetzt so. So. Es wird jetzt immer lustig, wenn jetzt nochmal Gegner kommen, die uns fertig machen können. Hilfe. Warum zeigt unsere Krähe eigentlich da hinten hin? Asche, was siehst du? Okay, der findet es da hinten hin. Aber hinten, der kam doch her. Hä? Gibt es irgendwie einen anderen Weg hier raus? Zeig mir den Weg. Ja. Wohin? Na toll. Sogar unser Vogel weiß nicht mehr, wo wir hin sollen. Das wird noch sehr lustig hier werden. Dann gehen wir einfach ohne unseren Vogel weiter nach vorne.
war. Ich weiß gar nicht, was ich groß noch erzählen soll. Normalerweise, ja, sollte man eigentlich diese Stille hier, die ich jetzt gerade nicht fülle, mit Worten füllen. Ja, wenn einem keine Worte einfallen, mit denen man irgendwas füllen könnte, ist das sehr problematisch. Wir haben zumindest jetzt erstmal alle drei Fürsten bekommen und sind jetzt erstmal auf dem Weg zurück. Ich hoffe ja, dass ich es irgendwann mal schaffe, das Spiel mit einem Zug durchzumachen, aber ich glaube, so schnell schafft man das sowieso nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie viele manche Leute jetzt hier rein schon gespielt haben. Also ich persönlich habe sehr lange jetzt gebraucht, bin ich. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Wir sind ja eigentlich hier fertig, das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr den extrem langen Weg zu gehen, aber wir müssen anscheinend. Hä? Wie komme ich hier bitte wieder zurück? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Eben mal kurz auf die Karte gucken. Gibt es denn noch einen anderen Weg hier nach draußen? Ja, ich glaube. Nee. Okay. Ja, wir haben ein geringfügiges Problem. Ich sehe keinen Weg, der uns nach draußen führt. Hier ist nichts. Ja. Okay. Ich glaube, wir sind gearscht. Denn ich sehe echt keinen Weg nach draußen. Unser Weg nach draußen ist versperrt. Okay, da hinten ist was. Aber das ist keine Tür. Okay. Ja. Wir haben ein geringfügiges Problem, meine Damen und Herren. Denn ich habe wirklich keinerlei Ahnung, wie ich rauskomme. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt hier rumeiern und überlegen müssen, wo hier der Ausgang ist. Das kann jetzt auch sehr lustig werden. SOS? Hilfe? Ja, irgendwo muss ja was sein, oder? Ich glaube nicht, dass ich da runter muss. Ansonsten sehe ich auch keinen anderen Weg. Wir haben jetzt drei Typen. Moment. Da. Ne, wir haben nur zwei. Ich werde dienen. Wie du befiehlst. Und tschüss.
Okay. Wie du befiehlst. Aber einer fehlt uns jetzt, oder? Ha. Okay. Wie du wünschst. Wir gehen mal wieder zurück. Hallo, du kannst auch aufhören da hinten. Ich kenne blassen Schimmer. Okay, das war schon mal nicht. Okay, ich habe wirklich, wirklich, wirklich keine Ahnung. Das kann jetzt echt noch. Er sagt, er führt uns zum Fürsten. Ja, wie? Wann? Wo? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So. Also irgendwas muss ja da unten noch in der Mitte sein, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einfach so war. Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. So, links ein bisschen Leben. Ob man zu viel ist. Aber irgendwas muss hier doch noch sein. Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Speichert hier ja, also muss es doch irgendwas hier noch geben. Habe ich irgendwas übersehen? War hier in der Mitte vielleicht so ein Beschwörungsding? Nein, hier ist nichts. Okay, liebe Leute, ich habe echt keinen blassen Schimmer, was wir tun müssen. Hätten wir vielleicht das Spiel nicht töten dürfen? Doch, mussten wir ja. Wir können nichts machen. Nichts, gar nichts. Unser Rabe kreist zwar als hier rum, aber... nix. Okay, ich habe echt jetzt keinen blassen Schimmer. Ums Verrecken weiß ich nicht, was ich tun soll. Hier ist auch nichts zu beschwören. Nichts, ja, nichts. Ich hab echt